Phoebe Campbell wurde 1847 in Kanada geboren. Sie war verheiratet mit George Campbell und sie lebten gemeinsam in einem Blockhaus. Sie hatten mehrere Landarbeiter angestellt. Am 15. Juli 1871 griff sie ihren Ehemann an und zerhackte ihn mit einer Axt. Vor der Polizei behauptete sie, drei schwarzgesichtige Männer hätten Geld verlangt und mit einer Pistole gedroht. Die Waffe funktionierte jedoch nicht und die Männer hätten ihren Mann dann einfach zerhackt. Sechs Männer, darunter auch Thomas Coyle, einer der Landarbeiter, wurden festgenommen und verhört. Die ganzen Umstände der Tat und das emotionslose Verhalten Campbells machte die Polizei jedoch stutzig. Phoebe wurde ebenfalls verhört. Sie versuchte, die Schuld erst auf Coyle zu schieben und versuchte sogar, ihren eigenen Vettern die Tat anzuhängen. Am 1. April 1872 wurde sie schließlich wegen Mordes angeklagt. Sie sagte aus, George habe eine Affäre mit der Frau ihres Vetters gehabt und eben jener habe die Tat begangen. Auf die Frage, warum sie ihre Aussage geändert habe, behauptete sie, ihr Mann habe sie als Geist besucht und sie und Coyle für unschuldig erklärt. Der Staatsanwalt antwortete, dass man kaum glauben kann, dass jemand diesen Unsinn glauben könne. Sie wurde zum Tode durch Erhängen verurteilt. Auch Coyle wurde angeklagt, jedoch freigesprochen. Er kehrte später nach England zurück. Am 20. Juni 1872 wurde die erst 25-jährige Phoebe Campbell gehängt.